Was gewonnen oder was haben Sie da für eine gefunden? Ja, ja. Und dann natürlich mit Emilia. Da ist dann der, wo da vorne ist. Der Herr Menge war mein Beifahrer und wo war unter der Bahn drin. Das war nicht spannend. Was heißt es denn für Sie heute, hier wieder einmal dabei zu sein? Ja, für mich ist es natürlich ein Heimort, weil das war immer der Wunsch als Kind, sind wir ja da aufgehauen, wenn die Rennen waren. Da wollte ich, das war die Richtung, Rennfahrer zu werden. Und das ist jetzt tatsächlich auch so groß und schön. Mich freut es, dass man einfach wiederum den Solidin aufleben lässt, sich daran erinnern. Denn die Jungen, die würden sagen, naja, was ist denn Solidin, das ist ein Schloss. Na, das war auch aus dem Schloss. Ein Riesenbrett aus Oberwind. Was waren denn Ihre Highlights hier auf der Strecke? Ja, die zwei Rennen, die waren besonders. Das war damals der Richard von Frankberg, der Graf Trips und ich, wir waren das Drosche-Team. Da habe ich gewonnen, da war der Trips Zweiter und zwei, drei Jahre später fuhr er Ferrari schon. Und da hat er gewonnen, war ich Zweiter. Und was sagen Sie zur Strecke? War die im Vergleich mit anderen? Die Strecke war, ja, die hat zwei Teile, also einen langweilig, das geht geradeaus. Und dann das Badenkabel. Das war sehr, sehr schwierig. Das war deshalb schwierig, weil die Kurven eigentlich alle gleich aussehen, aber jede einen anderen Radius hat. Da musste man also unverlieren, die Kenntnisse haben. Wenn man am äußersten fahren, wenn man gewinnen will, muss man die Badenkabel machen. Das war, die Badenkabel war beschädigt. Eine Frage zur Sicherheit, ich meine, war als Kind auch hier. Sicherheit. Da waren Strohballen vor Bäumen. Mit Sicherheit gab es nicht. Sicherheit, wir hatten den. Wenn ich eine Liste bekommen in den 50er Jahren, wo ich gefahren bin, da waren 15 Tote, in 60 Jahren waren es 25. In 10 Jahren, 60er. 70er besser, da hat auch Niki Lauda und Jackie Stewart waren. Die, wo eigentlich die Rennstreckenbesitzer dann gezwungen haben, einen Auslauf zu. Dann haben wir mal einen gescheiten Helm aufgesetzt, haben wir sich angebunden, nochmal Rennkleidung gekriegt. Wir saßen noch im Polohemd bei Rennen. Und das wurde Gott sei Dank immer sicherer. Und das Letzte, was passiert ist, lag Gott sei Dank lang zurück. Das war Ratzenberg und der Senna, die beide tödlich umgekippt sind, 1994. Seitdem eigentlich nichts. Also, das ist schon beachtlich, wie die Sicherheit, Gott sei Dank, so. Das bringt ja keine Ahnung mehr, und wie die durch die Gegend kommen. Ich schaue, wer weiß denn, wie der Stand ist am Nürburgring. Kann das mir einer sagen? Hamilton ist Erster geworden. Wer? Hamilton, Alonso Zweiter. Moment, Erster Hamilton? Ja. Vettel Vierter. Vierter, ja. Und der Zweiter Alonso, die Ferrari. Dritter, Weber, oder? Ja. Ja. Gut, vielen Dank. Ja, bitte. Viel Spaß. Ja, viel Chance.